ich muss heute für die Woche vorkochen. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich mal ein kurzes Segment kochen. Ich werde zwischendurch mal was hiervon erzählen, über das Rezept und so weiter. Es hat gerade geregnet bei uns. Heißt, auf einen heißen Tag Regen drauf. Die Luftfeuchtigkeit ist ungefähr bei 520%. Ich muss quasi durch die Küche schwimmen. Im eigenen Saft, versteht sich. Wir haben auf der Arbeit ein paar Rezepte ausprobiert bzw. gemacht und eins davon, also wir haben erst Wraps gemacht mit Gemüsesachen drin und dann hatten wir noch Gemüse übrig und haben dann noch Hackfleisch gekauft, ein bisschen Bouillon und haben quasi alles im Topf geschmissen, zusammenkochen lassen, fertig war die Chose und das war ziemlich lecker so und da dachte ich mir, pass auf, das kochst du nach, hab das auch schon mal nachgekocht, das heißt, es ist ein patentiertes Rezept, das funktioniert und ja, ich würde sagen, ich mache drei Gerichte, bereite ich quasi vor. Einmal Wraps, einmal den Eintopf, Gemüseeintopf mit Fleisch und einmal Burger wieder, denn ich hatte wieder Lust auf Burger. Wenn ich eh Zwiebeln schneiden muss und den ganzen Scheiß, kann ich das alles gleich mitmachen. Los geidert! Als allererstes werde ich mit den Wraps beginnen, beziehungsweise mit dem Einlegen des Hühnerfleisches. Das kommt nämlich in eine Marinade und das kann ich dann erst morgen auskochen oder braten, weil die halt ziehen müssen. Ne? Das sind 500 Gramm Pute, ein Spritzer Honig kommt rein und ein Stück Senf. Ich mache erstmal die Marinade an. Dafür brauche ich Knoblauch. Und das kann ruhig ordentlich knuffeln. Und ich habe herausgefunden, dass ich die gar nicht mal schälen brauche mit der Knoblauchpresse. Die kommen da einfach drin und dann kannst du die da durchquetschen. Alter, ich bin am Saften. Hör mal, das ist hier wie Duschen. So. Den großen Braten. Und rein damit. So, jetzt das Fleisch. Das ist aber ein dicker Lappen. Achso, die Soße wollte ich noch fertig machen. Maria, Maria, Marinade. Genau da solltest du hin. Schön Sojasauce. Die Haare sitzen. Nur einen kleinen Tropfen Honig. Einfach nur für die Sweetness. Oh. So, und dann so, ne, Wrap, große Stückchen. Und rein damit. So, und dann kann sich die Pute richtig schön vollsaugen. So, als nächstes werde ich vermutlich anfangen, zwei Sachen gleichzeitig zu kochen. Normalerweise würde ich jetzt nackt in der Küche stehen, also bis auf Unterhose. Weil es ist echt feine warm. Ich mache mal das Fenster auf. Ich muss ja die Burger Patties machen. Und ich muss den Dings kochen. Wir machen zwei Zwiebeln für den Eintopf. Weil der Eintopf kann dann so vor sich hin köcheln auf der hinteren Herdplatte. Und dann können wir uns vorne um die Burger Patties kümmern. Ah, es fängt schon wieder an. Oh, warte mal, ich kann das dann noch gar nicht warm machen. Cool. Ich muss ja erstmal noch den ganzen Gemüsekram schneiden, das dauert ein bisschen. Und rein damit. So, eine halbe Schale Möhren müsste reichen. Und los geht's. Und was ich vielleicht noch gar nicht erwähnt habe, das ist quasi Teil meiner Ernährungsumstellung. Ja, also jetzt nicht die Burger, aber das hier ist tatsächlich ein Essen, das für das, wie es satt macht, kaum Kalorien hat. Also das meiste ist halt das Fleisch. So, also ansonsten, das hat ja nichts. 300 Gramm Brokkoli haben 90 Kilokalorien. Das ist der Arbeitsweg hin und zurück. Muss ich zwei Beutel essen, damit ich die Energie dafür habe. Möhrchen, Möhrchen, Möhrchen. Ich habe mal gehört, dass Finger ungefähr so schwer durchzubeißen sind wie gleich starke Karotten. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche, das passt schon. Und wenn ich mal dann denke, das ist echt nicht schwierig. Aber ich hasse rohe Möhren. Und das ist nachher das Fleisch dafür. 700 Gramm. Muss ich mal gucken, ob die... Also ich bin noch an der Mengenanpassung. So, ich habe es erst einmal gekocht, da war es ein bisschen zu wenig mit 500 Gramm. Und ich habe, ich wusste nicht, wie man Lauchzwiebeln schneidet. Und das weiß ich auch bis jetzt noch nicht. Deswegen mache ich hier kurz aus und guck mal schnell im Internet. Okay, ich habe, glaube ich, gerade die unmotivierteste YouTube-Köchin ever gesehen. Birgit von Kochwerte. Aber sie hat wenigstens gezeigt, wie es geht. Holy shit, Alter.
YouTube-Kanal Kochwerte und die Birgit hat Frühlingszwiebeln gezeigt, wie die benutzt werden. Sehr enthusiastisch. Gummi. Und dazu werden die Wurzeln abgeschnitten. Die sind ja richtig am Saften. Holy shit. Dann werden die Spitzen frisch angeschnitten. Alter, die Lustlosigkeit, mit der sie das rübergebracht hat. Die hat sich wahrscheinlich einfach nicht getraut. Das kannst du auf YouTube nicht machen. Da musst du ran. Rein. Au. So, Feuer. Und das Ganze kann ruhig so ein bisschen verkochen. Deswegen mache ich das hier alles zusammen rein. Ach so, schon vorgehackte Tomaten. Das wollte ich mir nun nicht auch noch antun als Schnibbelkram. Alter, da hätte ich ja gar keine Zwiebeln gebraucht. Die Zwiebeln ja genauso. Ich kriege genauso Tränen in den Augen. Aber so ein bisschen anderen Geschmack haben sie noch, ne? So ein bisschen gemüsiger. Die grüne mache ich ganz rein. Die nur zur Hälfte. Und die auch nur zur Hälfte. Denn die beiden kommen auch in die Wraps. Yeah, Paprika Wrap. Jo. Und die andere Hälfte von den ganzen Scheiße mache ich hier in so eine Tupperdose und dann bleiben die frisch. Easy. Ach ja, der Sound Berlins. Der fühlt sich aber stumpf an. Du brauchst besser bloß drauf fallen lassen, da geht schon durch. Alles klar. Auf der Arbeit haben sie mich angeguckt, wie die Autos, wenn ich so schnell mit dem Messer schleife. Und haben gesagt, ja, ja, als ob das scharf wird. Weißt du, wer mir das beigebracht hat? Der Opa. Hat mich da schleifen lassen, die ganze Zeit. Immer hier, hier. Und das muss immer so 30 Grad ungefähr zum Schleifstahl haben. Es gibt Leute, die können es noch schneller, ne? So Profiköche, die man... Und dann ist das Messer scharf. Aber warum ich das erzähle ist, du hast quasi einen Skill gelernt, den die Leute halt so normalerweise im Alltag nicht sehen. Erstens mal fühlst du dich selber geil, weil einfach was kannst, was andere nicht können. Und andererseits stehen die halt dann da. Aber sie versuchen es dann natürlich zu überspielen, dass sie überrascht sind. Sie bleiben halt quasi bei ihrer ursprünglichen Aussage, anstatt das Gesicht zu verlieren und halt jemand anders einfach das zuzugestehen, dass er das halt einfach, dass er etwas halt kann, was sie nicht können. Und das ist eine Sache, die ich mir zu ganz Beginn des Vlogs noch nicht ganz abtrainiert hatte, aber jetzt inzwischen. Es hat mich auch viel bei Pucke gestört und tut es eigentlich auch immer noch. Es ist, was abzugewöhnen heißt ja nicht, dass es ganz weg ist. Bei Pucke war das zum Beispiel, wenn jemand anders was gefunden hat, keine Ahnung, ein Achterscope, ein Car oder sonst was, dass ich mich mit für ihn freue, anstatt neidisch zu sein oder zu sagen, ja, du und dein Glück oder sonst was, das irgendwie runterzuspielen. Das ist halt einfach Quatsch. Warum muss man das machen? Warum sind wir so erzogen, dass wir das tun? So, gönn doch dem anderen einfach mal seinen Moment. Dann fühlt er sich besser und du dich auch, weil du ja mit ihm freust. Empfindest du ja auch Freude. Also warum sich grämen? Die Frage habe ich mir halt immer wieder gestellt. Und stelle ich mir auch heute noch. Ne? Ich habe natürlich auch solche Momente. Kein Mensch ist perfekt. Aber ich bin verdammt nah dran. Nein. Nein. Demut wird uns in unserer Generation überhaupt nicht mehr beigebracht, was Demut sein soll, was es macht mit dem Menschen. Das heißt nicht, dass man unterwürfig sein muss, aber ein bisschen demütig. Und das versuche ich mir halt auch die ganze Zeit in meinen nassen Kopf einzuhämmern. Wer das zum Beispiel gut kann, ist Max. Trotz dessen, dass er so wahnsinnig viel erreicht hat schon in seinem jungen Leben, lässt er das nicht großartig raushängen. Er hat schon mal so manchmal seine Momente, wo er dann halt einfach die Diva spielt. Das ist nicht sein generelles Wesen so. Jeder hat mal schwache Momente oder jeder muss sich halt einfach mal selbst feiern. Einfach weil es gerade Spaß macht. Das ist auch völlig in Ordnung. Habe ich nichts dagegen. Aber man muss es halt auch auf eine Art und Weise machen, die andere halt auch lustig finden. Ich zum Beispiel feiere das total, wenn Max die Diva macht. Ja. Er spielt halt den Captain quasi. Das passiert ja nicht daraus, dass man sich tatsächlich über einen Menschen stellen möchte und ihn sich schlechter fühlen lassen möchte über sich selbst. Macht das Sinn? Ja, ich glaube. Einfach nur ein Spaß. Den verstehen aber auch manche nicht. Zum Beispiel habe ich das schon mit anderen Menschen probiert, die ich halt noch nicht so gut kannte und bin super auf die Nase gefallen, ne? Weil die das halt nicht so verstanden haben, wie ich es gemeint habe. Für mich war das eher Selbstironie. Guckt mich an. Ja? So. Mal ganz dumm runtergebrochen wäre es. Mein Körper ist der Allerschönste.
So, das ist Selbstironie. Man weiß ja, dass es nicht so ist. Ja, für deine Mutter vielleicht. Mama sagt, ich bin der Hübscheste im Kindergarten. Das ist halt was ich gerade auch so ein bisschen versuche, so ein bisschen Demut zeigen zu können. Für das eigene Wohlbefinden. Scheiß auf die anderen so. Interessiert keinen Menschen, was andere denken, sagt man sich ja größtenteils immer. Aber im Endeffekt tut man halt dann doch viele Dinge dafür. Aber man selber ist halt glücklicher. Wenn man den Brokkoli anguckt, wie groß der ist. Aber wenn man sich für jemand anders mitfreut, geht es einem selber halt auch besser. Jo, die sind relativ groß. Alter. Durch das ganze feuchte Gemüse anfassen sind meine Schwimmhäute total aufgequollen und tun weh. What the fuck? Ich sag ja, heute muss ich durch die Küche schwimmen. Sieht doch eigentlich ganz lecker aus. Thumbnail. Blumenkohl riecht komisch. So. Ich könnte mal in den Topf mit reingucken. Die sind jetzt leider schon etwas arg grüniert. Aber das ist gar nicht so schlimm, denn dieses Röstaroma. Schon wie beim letzten Mal. Heiß. Lassen wir die noch mal im Wasser ein bisschen aufkochen. Damit, wie gesagt, kein Pupsmaterial gibt, ne? Dann lassen wir die noch mal anbräunen. Wenn die fast schon wieder am Boden kleben, dann machen wir das Fleisch dazu. Und dazu gibt es dann keine Nudeln oder sonst was, sondern das ist Low Carb. Also seht ihr, wie der Boden da schon wieder bräunlich wird? Das ist das, was geil ist. Es gibt so einen schönen, runden Geschmack unten rum. Unten rum. Blutfleisch. Ja, das ist die Herdplatte ein bisschen arg warm. Oh oh. Jo, nochmal ein Schlückchen Wasser drauf. Und dann geht das wieder ab, bis der Fleischsaft dann ready ist. Wenn es nur braun ist, ist noch okay. Dann gibt's Geschmack. Wenn es aber schon schwarz wird, dann wird's bitter. Dann schmeckt es nicht mehr. So, seht ihr? Jetzt langsam kommt der Fleischsaft und nimmt hier das ganze Braune am Boden mit. So, das Restfleisch kann dann durchgaren, während es noch weiter köchelt. Also das muss eine ganze Weile köcheln. Ja, gehen wir jetzt mal das Gemüse dazu. Juhu! Oh, ist der Topf überhaupt groß genug? Oh ja, müsste. Und der ganze Topf hat nur ungefähr 3000 Kilokalorien. Und da kannst du 2 Tage von essen. Das ist mega geil. Jetzt noch die Tomaten mit Saft. Oh, ich habe Eisenmangel, ich brauche ein bisschen Blech da drin. Denn als Gewürz habe ich hier so Brouillon. Die gibt es auch als Würfel, als Trockenwürfel. Ich habe einfach nur die gekauft, weil die war halt da. Keine Ahnung, ob die besonders gut schmeckt. Wie so ein kleiner Suppenwackelpudding. So, und dann auf jeden Fall wichtig beim Brokkoli Muskatnuss. Ein bisschen Pfeffer hinterher, sowie italienische Kräuter, Oregano, Basilikum, Thymian und so weiter. Geben dem Ganzen noch mal ein bisschen Flair. Und dann rumrühren. Das ist so läuft. Und jetzt lassen wir es einfach köcheln und immer wieder mal umrühren. So, normalerweise habe ich da jetzt immer noch ein Becherchen Creme Fraiche dran gemacht, so 150 Gramm. Aber ich habe kein Creme Fraiche da. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal so kochen lassen. Und wenn es mir wirklich nicht schmeckt, dann hole ich halt noch Creme Fraiche. Aber ich denke mal, das wird schon werden. Boah, riecht das, Alter. Oh. Dann lassen wir das mal kochen. Dann packen wir den gleich hinten auf die Platte. Und hier vorne brate ich dann die Hamburger. Oh, ich muss probieren, Alter. Ja, Mann, das wird geil. Boah, was ist das für eine Verpackung, ey. Hör mal. Boah, wie das Messer da durchgleitet, so geil. Boah. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ja. Koche. Jetzt die Burger Patties. Ach, da war ja wieder Zwiebeln. Erstmal Zwiebelmann. Speicherkarte ist kurz vollgelaufen. Also wie gesagt, ne, da ist halt einfach altes Fleisch umwickelt worden mit neuem Fleisch, so wie ich glaube. Aber es riecht nicht schlecht. Das ist halt die Gefahr, wenn man sich das Essen nach Hause bestellt und nicht selber auswählen lässt oder nicht selber an die Theke geht. Kann es halt sein, dass du beschissen wirst. Ne? Dunkel geworden. So, und den Gemüseauflauf, da ich ja keine Creme Fraiche da habe, wollte ich jetzt eben mal probieren, ob das nicht auch mit ganz normalem, einfachem Schmelzkäse funktionieren kann. Deswegen, ups, probieren wir es einmal. Na, so richtig geil ist es nicht. Nee, dann lassen wir. Da ist Pfeffer, Muskatnuss, Eier, Senf, Petersilie, rein. Erstmal durchschmieren durch die Hände. Hatte nicht gedacht, dass Gemüse wirklich so lecker werden kann. Ich meine, da ist auch vieles ungesunde Scheiße drin.
ist das doch eher gesünder als so ein Burger. Und diesmal nehme ich meinen eigenen Tipp. Vorher die Hände nass machen. Dann klebt die Scheiße nicht so. Oh, der ist ja nicht so schön geworden. Irgendwie mache ich die am Anfang immer viel zu groß. So, der Eintopf ist fertig und dann ist er gut to go. Ich brate das jetzt einfach noch durch, pack die alle in den Ofen rein und dann ist auch schon gut. Ich werde mir jetzt gleich noch eine Portion Eintopf schnappen vor dem Stream und dann haue ich mir die rein und dann fange ich an zu streamen. Ich hoffe, wir sehen uns heute Abend auch beim Stream. Sag wie immer, bye bye, bis zum nächsten Mal. Okay.